Wir probieren jetzt das erste Mal Artischocke. Wir haben jetzt auch so einen Dip selber gemacht. Und jetzt probieren wir es mal. Boah. Wie lecker. Oha. Und hier ist das komplette Rezept. Natürlich müsst ihr jetzt erst die Artischocke zubereiten. Dafür erstmal die untersten Blätter und den Stiel entfernen. Die wird dann für 30 bis 40 Minuten bei mittlerer Hitze gekocht. Wir haben das Wasser noch gewürzt. In der Zeit haben wir den Dip vorbereitet. Wir haben als Base so eine eingekochte Bouillon genommen. Dazu kommen einfach noch 2 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel weißer Essig und wir möchten noch ein bisschen frische Petersilie. Und das war's dann auch schon. Es hat wirklich mega gut geschmeckt und vor allem ging es auch richtig schnell. Also macht es gerne nach.